Und da dies die Urerfahrung des Auswurfs, des Verlusts, des Inkubus, der Eihülle, Hülse, der Nacktheit, der Kälte, der Unumschlungenheit, der Unberührtheit ist, werden alle weiteren Verlustabschnitts, Abwesenheits, Fortfolgeereignisse, die im Spiegelstadium im Protum Pseudos noch folgen werden, den Ursprung, die Abwesenheit, das Tödliche, das vernichtet werden, das ausgesetzt werden, das im Stich gelassen werden, das Versinken, das Verschwinden, das in Tränen sich auflösen, wird also die Abwesenheit immer das Erste sein, bevor das Bewusstsein nur dagegen die Simulation der Anwesenheit, das doch noch existiert, Wiederhabens, des doch noch Erlebthabens, des doch noch sich bewegt haben können, gerettet haben können, des doch noch jubilatorischen Machterlangens, es ihr, ihm heimzuzahlen für diesen Auswurf, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, den Mangel, den Verlust wieder aufzufüllen, es besorgen, nicht mal ihr, nicht mal ihm, sondern eben es, dieser signifikanten Reihe, die das Subjekt ausgeworfen hat, ausgesetzt hat.